So, Freundin, jetzt will ich auch mal probieren. Jetzt will ich mal wissen, wie lecker dieser Salat ist. Das ist richtig geil. Boah, du hast ja was Cooles an, sehe ich gerade. Ja, und zwar habe ich mir was vor kurzem gekauft und übrigens Cassie, war nice. Mit so coolen Fledermaus-Erdmüll. Von hinten ist es halt. Nee, ganz Grün. toll, Vorne super. ist es halt mit einem Drachen drauf, wie man sieht. Ja, und das ist super bequem, ist auf Baumwolle. Und wenn ihr es auch so cool findet wie ich, dann verlinke ich das euch einfach mal in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr es gerne bei Amazon euch bestellen. Aber das sieht echt cool aus, hör mal. Das ist ja bestimmt angenehm zu tragen. Das Das ist so ist eine mega Viskose, angenehm. ne? Scheint Ja, das zu sein, so ne? Viskose Viskose Baumwollmischung ist Baumwollmischung. das. Und das ist mega angenehm zu Und auch tragen. der Also, Druck ist super cool. der hält Also auch. hält Also, auch, ne? Man sieht, ja, das ist kein den habe ich Schaumdruck, auch sondern. schon gewaschen, schon trockener gehabt. Also alles gut. Brauchst du nicht Das, zu bügeln, ja, auch ne? die Nähte seht ihr, die sind stabil. Kann ich euch zeigen. Ne? Boah, ist echt Hammer, du. Ja, also das Total. ist wirklich ein Hammerteil. Das will ich auch gar nicht mehr ausziehen, weil es so schön bequem ist. Ja, das macht dich super, steht dir auch gut. Ja, und ja, wenn du das auch haben möchtest, Freunde, ihr wollt das bestimmt auch haben, dann verlinke ich das euch in der Videobeschreibung. Dann braucht ihr es nicht mehr suchen, dann könnt ihr es auch gerne bei Amazon Also bestellen. ich denke mal, das Ding, das Teil, das Shirt, das ist so cool. Also das muss man einfach Ja, haben, ne? ne? Das ist, boah, Schön. Hammer. Also wenn ihr das anschaut, boah, das ist absoluter Blickfang. Echt, es seid der absolute Blickfang. Besonders, weil auch mal die Arme ganz anders gearbeitet sind als Als jetzt im normal, normalen ne? Shirt. Ne? Also das ist super. Und es kommt auch viel Luft runter, gerade bei den wärmeren Tagen auch noch. Ne? Ja, toll, super. Ist die Wally von Nice. Ich grüße euch. Ja, heute machen wir euch kochen. Das heißt, kochen, ja, bedingt. Sagen wir einfach mal, heute machen wir einen ganz, ganz leckeren Gemüsesalat. Mit einer raffinierten Marinade. Also das ist wirklich was ganz Leckeres. Und dazu braucht ihr eine Salatgurke, Pilze, also Champignon, eine gelbe und eine rote Paprikaschote, zwei Möhren, Radieschen, ein Bund, vier Tomaten, Rucola-Salat, Fenchel. Ihr könnt Kopfsalat nehmen oder auch Romanherzchen könnt ihr nehmen. Dazu braucht ihr dann noch Ingwer, Knoblauch, Balsamico-Essig. Dann braucht ihr auch noch den Agavendicksaft, Salz und Pfeffer. So, und natürlich auch Wasser, 4 Esslöffel Wasser und 4 Esslöffel Olivenöl. So, das braucht ihr dafür. Gut, wir machen zuerst mal die Marinade, dann kann das schon mal alles so in sich besser einziehen. Also dann tue ich hier rein, diese 4 Esslöffel Öl. Und jetzt hier rein. Wasser. Wie viel? 4 Esslöffel. Balsamico-Essig. Auch so circa 4. Erstmal 3 rein, weil der ist sehr intensiv. Ein Esslöffel. Dicksaft. Dicksaft, genau. Du suchst das sehen so gut an, das ist so Zuckerersatz. Das ist ja jetzt basic, vegan, vegetarisch, ne? Machst du? Ja, genau. So, gucken wir immer noch nachwürzen. Jo, dann brauchen wir eine Knoblauchzehe.
Esslöffeln raus. Mmh. Riecht gut. Mmh. Ich mag den Geruch von Knoblauch. Der Dressing riecht auch schon so gut, ne? Mhm. Weil der Balsamico-Essig, der ist immer sehr intensiv. Mhm. So, dann geht's extra erstmal ein Dressing gemacht, damit das auch zwischenzeitlich schon durchziehen kann. Ja. Weil der Salat sollte sowieso hinterher genug, circa eine Stunde durchziehen. So, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wir nehmen Paprika. Wir probieren die, säubern den. Die Kerne rausgehen. Natürlich, wenn ihr irgendwas von dem Salat nicht mögt, Freunde, wie immer, das könnt ihr so machen, wie ihr das ihr möchtet. Genau, man kann ihn jederzeit verändern. Ja, man kann auch andere Sachen, man soll es einfach mal so raus experimentieren. Man kann auch andere Sachen nehmen. Man kann auch statt Champignon noch andere Pilze auch reintun. Ja, oder einfach die Pilze weglassen. Oder weglassen. So. Dann nehme ich schon mal den Rucola als erstes rein. Mhm. Ja. Mhm. Ja, meistens ist sie vorgewaschen, aber man weiß nicht. Man sollte sowas generell immer. Ich habe nochmal aufgelockert. Ja. So. Das Wasser kommt da raus. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen abtropfen. Okay. Was machst du in der Zwischenzeit? Ja, in der Zwischenzeit können wir schon mal die Pilze schneiden. Und dann Teller. Schneiden und säubern so ein bisschen. Mhm. Ja, ich habe gehört, man kann die Haut auch dran lassen, Champignons. Ja, wenn es mag, okay, aber ich finde das immer so besser. Okay. Könnt ihr ja dann später in Comments schreiben, wie es euch geschmeckt hat oder was ihr da für einen Salat draus gemacht habt. Mhm. So interessiert mich nämlich auch mal, wie ihr das findet. Mhm. Ja. Wäre mal eine Idee. Mhm. Wenn es nicht mag. Bisschen lauter rein. Wenn es nicht mag, kann man die Lamellen auch rausmachen. Mhm. Also ich selber mag es auch. Manche lassen es auch drin, ist ganz verschieden. Ja, die sind jetzt nicht giftig oder so, nein. Aber der Geschmack ist halt ein bisschen anders. Herber, ne? So. Ja, so ein bisschen herber. Ja. So, jetzt hast du die gesäubert. Ja, ich jetzt noch ein bisschen raus. Aha. Mal hier reintun. Mhm. Es gibt viel Salat. Mhm. So, dann kann ich schon mal den kurz mal durch. Die Champignons. Okay. So, was machst du jetzt mit den Champignons? Die werden jetzt in kleinen Würfeln geschnitten. Mhm.
sind es ca. 200 Gramm Champignons, das geht geworden. Mhm. Ich glaube, beim Salat ist die Menge sowieso jetzt ein bisschen nach Geschmack, oder? Genau. So groß hin etwa. Ich glaube, man kann die auch noch vorrösten, oder? Wenn man es lieber mag, oder? Ja, aber mein Salat nicht so. Nee? Mhm. Bin ja zu weich. Stimmt. So, jetzt haben wir, wie ihr seht, die Champignons geschnitten. Mhm. Jetzt kommt hier ein leckeren Salat. Und das war der Salat? Nein, nein, natürlich nicht. Nein. Nein. Alles Blödsinn. Ein bisschen Korion. Mit dem Messer. Ja, nehmen wir so kurz grob rüber. So. Gut, dann kommt jetzt Paprika. Mhm. Wie schneidest du die in Scheiben oder in Würfeln? Auch alles Würfeln. Ich mache das ein bisschen mundgerecht. Man kann das auch alle in Scheiben schneiden, wenn man es mag. Ja. Aber ich mache das auch ein bisschen mundgerecht. Da kommt Farbe rein. Richtig. Und Vitamine. C, glaube ich, ne? Ja. Ja. Oh, das sieht richtig gut aus. Mhm. So ein Salat kann man immer essen. Dabei kann man auch wieder alles machen, ne? Das ist wieder so ein Salat, der wieder zu allem passt, finde ich. Ja, machen wir auch gleich nochmal was ganz Leckeres bei. Was sagen wir euch aber nicht? Ja, und jetzt kommt die rote noch Paprika haben wir schon die erste Hälfte drin, die erste Hälfte auch von der gelben. Und die zweite Hälfte. Das sieht so lecker aus. Ja. So, jetzt kommt Tomaten rein, 4 Stück. Die sollst du ja in Stücke machen, stand da oder so. Oh, die würfelst du auch, ne? Auch. Ja, genau. Ja, Tomaten soll man ja auch nicht so viel essen, wisst ihr ja. Der Blausäure. Genau, wegen der Blausäure, aber zwischendurch kann man das ja mal machen. Das ist auch nicht jeden Tag wieder weiter. Eben. Und weiter. Du schummelst. Schon ein bisschen, ja, ich gebe noch ein bisschen Öl drauf. Mhm. Und so ein bisschen drauf spritzen. Ja. So. Da dreht man sich mal einen Moment weg und dann schummelt sie wieder. So ist sie. Salat, wenn sie trocken wird. Ja, klar. Wird ja auch viel Salat, ne? Ja. Tun wir gleich mit die Roma-Herzchen rein. Mhm. Haben wir jetzt mal Roma-Tomaten. Ja, und gleich kommen Roma-Herzchen. Roma-Herzchen. Doch, auch lecker. Was ist denn da jetzt Leckeres? Roma-Herzchen. Roma. Heißt die wirklich so? Mhm. Oh, wie. Ist auch schön. Du nimmst das ganze Ding auseinander. Ja. Kann man gleich noch schneiden ein bisschen. Mhm. Wie viel brauchst du? Ich nehme jetzt erstmal 2, das reichen. 2 Stück, doch. Ja. Schön knackig. Mhm. Ja.
zwischenzeitlich. Ja, zwischenzeitlich war es. Zwischenzeitlich machen wir schon mal die Möhrchen. Machen wir die Möhrchen? Ja, wir machen die Möhrchen. Zwei Möhrchen. Die schälst du? Ja, man kann die raspeln. Ja. Ich schäle die noch ein bisschen. Vielleicht keine Möhre mehr da, weil die hat nur geschält. Schön machst du das. Freunde, dafür hat sie doch ein Like verdient. Möhrenschneiden. Ja, fürs Möhrenschneiden, genau. Okay. Warum nicht? Soll ich ein Stück abschneiden? Und wer jetzt den unseren Kanal noch nicht kennt, heute zum ersten Mal anguckt, der kann ja mein Abo da lassen. Mhm. Ja, weil wir ein Abo freuen wir uns genauso wie wir einen Daumen hoch. Damit wir das raspeln. Ja. Oh, sieht man sogar. Das schon aus, Freunde. Genau. So. Ja, was nehmen wir jetzt? Jetzt nehmen wir die Radieschen, die tun wir jetzt auch ganz schnell waschen. Ah ne, wir haben noch hier den Salat. Genau, da hätten wir beinahe vergessen. Nein, nicht wirklich. Salat. Mhm. Was machst du jetzt damit? Ein bisschen zurechtzupfen. Ein bisschen mundgerechter. Ja. Machen es ganz leichter. Masken. Ah, weil ich jetzt mache das mal. Ich würde mir so ein paar Blätter nehmen, damit das nicht so lange dauert. Mhm. Alles. Und eine Schere nein. Messer. Ach, also, ja. Ein bisschen mundgerechter schneiden. Ja. Die Reihen müssen waschen. Ja. Was hast du? Da muss ja. Ja, klar. Da ist ja nicht zu viel Erde dran. Ja. So. Ja, die werden jetzt auch geschnitten. Mhm. Die kann man jetzt in Scheiben schneiden. Aber das sieht immer so schmerzhaft aus, wie du das machst. So. Alle zittern mit dir, wenn der Daumen, wenn der Finger ab ist. Das Messer. Schärfer. Ja, super. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Nö. Weil sonst ist Finger ab. Ja. Ja, und nicht nur, blutig. Ja. Das ist aber. Ja. Also macht das nicht nach. Sind die Radieschen geschnitten. Mhm. Und was kommt als nächstes? Gurke. Die darf ja in keinem Salat fehlen, ne? Mhm. Die ist ja wirklich die Gurke. Sehr frischen. Ja. Zuerst schälst du die. Manche schälen die, manche nicht. Kann man auch wieder machen, wenn man möchte. Ja, und dann wird man also gespritzt. Und ja. Ich weiß es nicht immer. Man weiß ja nicht immer, ob wo Bio drauf ist, ob da auch Bio drin ist. Ne? Genau. Das ist ja immer das, man vertraut, aber... Man bleibt skeptisch.
Dann hat sie auch schnell geschnitten. Ja, klar. So, würfelst du die auch oder schneidest du die in Scheiben? Ja, die würfel ich jetzt auch. Ups. Jetzt ist sie schräg, wa? Ja. So. Jetzt hast du sie alle geschnitten. Genau, mit der Ratz. Ja, jetzt gehen wir rüber zur Fenchel. Aus Fenchel kann man ganz viel machen. Mhm. Fällt lecker. Mhm. Kann auch Fenchelkraut noch behalten, aber ist zu wenig. Ja. Also, lecker. Oh, jetzt habe ich eine Fenchel-Tee, aber schön frisch. Man kann das Fenchelkraut auch mit Meerschweinchen oder Hasen geben. Ja, du hast recht, die riecht wirklich lecker. Mhm. Mhm. Nur weg. Pinscher, hast du erst dieses Jahr angefangen zu arbeiten, ne? Ja. Richtig. Leute, die immer vegan machen, glutenfrei kochen. Ja. Ja. Habe ich mich dann auch mal an den Fenchel begeben. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, dass Fenchel wirklich unwahrscheinlich lecker schmeckt. Ich war zuerst mal ein bisschen skeptisch gewesen. Ja. Ich bin zwar Gemüseesser, ja. Ich koche auch sehr gerne Gemüse. Auch so Eintöpfe und so. Wie ihr mal in der Playlist sehen könnt. Aber da war ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, doch, sehr lecker. Auf jeden Fall. Noch weg. Jetzt auch klein schneiden. Mhm. So. Sieht immer so du. Ah, der riecht jetzt richtig gut. Jetzt kommt der Geruch richtig. Jetzt riecht der so ein richtiges Aroma. Ja. Gibt es jetzt im Salat. Mhm. Der ist sehr gesund auch, wie gesagt, Hähnchen. Ja. Sieht so ein bisschen wie die Bonbons, ne? So diese Fenchel-Bonbons. Oder Fenchel-Tee so. Ist ja klar. Logisch, ist auch Fenchel. So. Die Fenchel geschnitten. Ja, jetzt haben wir noch die Chilischote. Ah ja, die muss ja auch noch rein. Genau. Die Schärfe. Dann nehmen wir aber die Kerne raus. Okay. Ich glaube, das ist Schärfungsstufe 1 oder ich kenne mich. Ja, die Kerne, die sind sehr scharf. Ja, ja, ich weiß jetzt aber nicht, welche Schärfungsstufe, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Sehr, sehr scharf. Ja. Und die Schneider geht auch ganz klein. Jetzt geht es weiter mit der Ingwer. Nee, der Ingwer. Die sollen wir jetzt. Ja, ein bisschen. So. Auch noch ein bisschen. Die Ingwerwurzel. Ein Stückchen kommen wir hin. Ja. Nicht zu viel, weil. Das soll ich dann sehen? Ja.
Jo. Ja, immer sehr spannend, ne? Ja, also Ingwer schälen ist super mega spannend, wirklich. So, die weg. Okay. Wie machst du die? Fein gehackt. Mhm. Fein gehackt. Einmal durch. Ja. Oh, der ist immer ein bisschen fester. Oh, der Geruch ist immer so intensiv, so ein bisschen so. Da hält mir jemand so eine komische Seife. Mhm. Ne? Der riecht mal so. Ah, oh, Mensch. War aber sehr gesund. Ja, ist gesund, aber der Geruch, der ist Wahnsinn. Machst du noch feiner? Ja, so ein bisschen fein. Hm. Weil der Geschmack ist wirklich mega intensiv. Das soll doch kein Teelöffel werden. Ja. Ja. Aber es ist gesund. Okay. So richtig zitronig riecht das jetzt noch so ein bisschen. Da kommt so richtig die Öle raus. Ja, jetzt ja. So gut. Teelöffel. Jo, ein Teelöffel. Okay. Das ist aber ein guter Teelöffel. Na. Ist gesund. So. Gut. Jetzt haben wir das. Und das Tonne. Ja, jetzt musst du noch. Durchrühren. Jo, da tun wir es durchrühren, das Ganze. Du musst es mal durchrühren. Schön, knackig. Komm, wie das rauskommt, richtig schöne Farbe. Mhm. Richtig gut gemacht. Einfach toll. Ja. Das sieht super gut aus. Oh, geil. Mhm. Riecht auch gut. Ja, richtig toll durch die ganzen Gewürze, die jetzt sind. Ja, die sollten echt mal geruchkannt sein. Wirklich. Ja, für gewisse Dinge ja. Ja, dass man sich das selber aussuchen kann, weißt du? Mhm. Also, ich probiere das mal jetzt. Geruchfernsehen. Mit Stochhammer. Und? Ja. Kann ein bisschen Salz rein. Mhm. Und ein bisschen Balsamico. Mhm. Und der vierte Esslöffel, keine Ahnung. Balsamico? Mhm. Noch nicht zu intensiv. Mhm. Balsamico, Salz. Sieht ja auch nicht ganz intensiv ein. Und? Da ist bunter Pfeffer. Könnt ihr anderen Pfeffer nehmen? Geil. Pfeffer nach eurer. Wahl. Genau. Ich sag auf jeden Fall, macht es nach, Freunde. Mhm. Ausspülen. Die wird auch immer rauskommen. So. Ja, dann wird die jetzt einmal durchgeholt und dann sollte man die Zucker eine halbe Stunde mindestens nochmal
ja, durchziehen lassen. Mhm. Damit die Gewürze auch richtig toll rauskommen. Ja, liebe Leute, liebe Freunde von Reis, wir sind fertig. Wie ihr seht, ist schon eine ganz schöne Menge geworden. Sieht auch richtig lecker aus, schmeckt auch ganz lecker. Wir haben jetzt gerade nochmal nachgewürzt. Wir lassen es jetzt auch mal durchziehen. Macht es einfach nach. Diesen Salat könnt ihr auf jede Party machen. Oder auch für euch selber mal zum Picknicken mitnehmen. Und ihr könnt ihn auch natürlich auch zu Hause als Hauptmahlzeit nehmen. Oder im Büro. Also man kann den Salat wirklich sehr viel verwerten. Sehr viele Vitamine und Inhaltsstoffe drin, wie ihr seht. Schmeckt riesig lecker. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst bitte das Liken, das Teilen und das Abonnieren nicht. Und auch das Knöpfchen drücken nach dem Abonnieren. Beim Aufdrücken nicht vergessen. Jo, auch das Glöckchen. Ja. Also, da liegt schon wieder jemand. Jo, dann sage ich mal, ich habe Hunger. Aber ich muss so leider auch eine halbe Stunde warten. Ich muss überleben. Bis dann. Bis dann. Ciao. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video und ich verlinke es euch. Bis dann. Ciao.